So, hallo zusammen. Ich grüße euch, hier Modellbau Schwaben, der Thorsten. Ich habe gestern einen Bericht oder ja, einen Post gemacht in Facebook über die Imitierung von Lederimitat auf Sitzen. Seitdem ist mein Handy nicht mehr ruhig. Laufend Anfragen, Nachrichten und. Dass das Interesse so groß ist von eurer Seite aus, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber ich habe es versprochen, dass ich euch zeige, mal wie man das macht, weil viele sind sich unsicher und rum und um und hin und her. Es geht darum, mit Schokoladenpapier von After Eight, was so im Originalen aussieht, ein Sitzimitat zu machen, ein Lederimitat. Ich zeige euch das nachher noch richtig mit zerknülltem Papier von diesem After Eight. Und das Produkt sieht nachher praktisch so aus. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Ich zeige es euch nachher nochmal mit der anderen Kamera. Das ist jetzt die Frontkamera von meinem Handy, deswegen verzeiht es mir bitte. Ja? Und ich zeige euch jetzt einfach mal geschwind so Schritt für Schritt, wie man das macht. Und ja, und ich hoffe, es gefällt euch. Ich baue jetzt geschwind ein bisschen was um, richte die Sachen hin und dann legen wir los. Also, bis gleich. So, also wie gesagt, ich werde euch das jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier schon eine Rückenlehne angefangen. Ich hoffe, ihr erkennt es so einigermaßen vom Licht. Und jo. Und die eine Seite ist schon dran, wie ihr seht. Und die andere Seite ist Originalgummi. So, also. Wie gesagt, jetzt kommt der schwierigste Teil. Man nimmt ein After Eight. Nehme die Schokolade und isst sie. Nein, ich lege sie in dem Fall auf die Seite. Das Papier schon an der Seite, 1 mm geklebt. Wenn man das jetzt nur so auseinanderreißt, habe ich keine schöne Kante. Also gehe ich her und schneide ca. 1 mm auf jeder Seite ab. Und dann ziehen wir das Papier auseinander. So, die eine Seite ist schon auseinander. Seht ihr, und jetzt könnt ihr das schön auseinandernehmen. Macht innen noch, falls ein paar Krümel drin sind, noch ein bisschen sauber. Und dann ist das gut. So, das ist das Papier. Und jetzt macht man nichts anderes als, wie wenn ihr es wegschmeißt. Macht so ein kleines Kügelchen. Geht her und macht es wieder vorsichtig auseinander, dass es nicht einreißt. Vor allem bei dieser ganzen Geschichte, wie gesagt, ihr dürft dabei, ja, wenn ihr euch nicht traut, lasst es. Man muss schon ein bisschen, ja, handwerkliches Geschick haben. So. Wem das schon reicht, kann das so lassen. Ich habe ja, mir das jetzt angewöhnt. Ich mache das zweimal. So. Nochmal auseinander. Und jetzt haben wir hier in dem Papier einfach eine richtig schöne Struktur drin. So. Jetzt gucken wir, dass die Kanten wieder alle da sind. Und keine Angst, ihr könnt da richtig drüber streichen. Die Struktur bleibt im Papier. Das ist ja das Tolle daran, was mich echt begeistert, dass es nicht praktisch wieder glatt geht. So. Und dann sieht die ganze Sache so aus. Wir haben jetzt die Struktur, wie wenn man es zusammengeknüllt hat, haben wir jetzt hier drin. So. Dann nehme ich meine Rückenlehne, die habe ich vorbereitet natürlich, dementsprechend. Und zwar die Sachen, wo kein Kleber oder irgendwas hinkommen soll,
habe ich natürlich abgeklebt und jo, das müsst ihr natürlich dementsprechend alles vorbereiten, wie ihr das möchtet, weil jeder Sitz ist anders. Das ist jetzt vom Ecto One mit Rillenmuster, und falls ihr das auch im Plastikmodellbau oder irgendwo anwenden wollt, da sind ja meistens die Sitze dann glatt und so weiter, aber das geht dann genauso. Jo, was brauchen wir sonst noch? Ihr nehmt hier noch ein Stück Zewa und wenn es geht, vielleicht einen Zahnstocher. Ich mache es mit dem Fingernagel, geht auch sehr gut. Wer Fingernägel hat, kann es damit machen. Und wenn nicht, mit dem Zahnstocher, macht die Spitze vorne ein bisschen weg mit Schleifpapier, dass sie nicht ganz so scharf ist, dass ihr die Struktur hier nachher wieder reinkriegt. Ich habe ein paar Versuche gemacht mit verschiedenen Klebern, aber ich muss sagen, ich bin beim Contacta Clear von Revell gelandet. Der ist normalerweise für Glassichtteile im Plastikmodellbau, aber dieser Kleber hebt super drauf und ich kann halt eine Weile alles streichen und so weiter, ohne dass es sofort fest ist. Funktioniert wunderbar, ihr müsst, ich zeige euch das, aber ihr müsst ein paar Mal drauf. Der Kleber braucht eine Weile, bis er richtig Kontakt hat mit der Oberfläche. Aber dann funktioniert das recht gut. Und natürlich, ihr braucht das Papierchen, was ihr euch da vorbereitet habt, ja, zum Draufkleben dann. Dann würde ich sagen, jo, Schlückchen Kaffee und dann geht's los. So, also, jetzt kommt der knifflige Teil ein bisschen. Lasst euch Zeit, es ist kein Wettbewerb, es muss nicht in 5 Minuten fertig sein. Wie gesagt, schaut, dass es anständig wird. Und jetzt richtig einpinseln. Spart nicht mit dem Kleber. Seht ihr, ich hau das hier richtig drauf mit dem Pinsel. So. Einfach volle Kanne. Natürlich an dem Stoß, an der Naht. Macht ein bisschen langsam. Aber das ist nachher auch nicht schlimm. Wir bearbeiten das nachher noch. Und dann sieht man diese Sachen nicht mehr. So, vor allem hier diese Kante. Also überall, wo es heben soll, spart nicht mit dem Contacta Clear. Haut es richtig drauf. Wie gesagt, ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Das muss richtig nass sein. So, ihr seht, es löst sich teilweise. Seht ihr hier wieder. Da müsst ihr einfach ein paar Mal drauf, bis der Kleber wirklich auf der Oberfläche hebt. Einfach gut einstreichen. So. Und wie gesagt, vor allem die Kanten. Lasst euch Zeit, nicht zu schnell. Einfach schön das Zeug bearbeiten. So, und jetzt seht ihr, ich habe eine nasse Oberfläche, eine durchgehende. Funktioniert also einwandfrei. Und jetzt nehme ich mein Papier. Und setze es dementsprechend in der Naht, wo ich vorhin schon war, setze ich das einfach an. So, und jetzt kommt es. Ihr braucht keine Angst haben. Das ist, ihr streicht von der Mitte nach außen und drückt es einfach mal ein bisschen erst in diese Richtung, so ein bisschen streichen. Ja, da passiert nichts, das Papier reißt nicht. So, dann von vorne nach hinten. Und jetzt geht ihr her, jetzt kommt es. Jetzt gehe ich her und tue mit dem Fingernagel Welle für Welle und praktisch mit der Fingerkuppe gleichzeitig die einzelne, wie soll ich sagen, so dieser Sitzsteg, tue ich dann mit der Fingerkuppe reindrücken und mit dem Fingernagel mache ich praktisch die Kante. Wie gesagt, verzeiht mir, ich hebe es euch gleich rein. Wenn ihr jetzt gerade nicht so gut seht oder nicht alles seht,
Aber es geht ja eigentlich im Prinzip darum, wie es gemacht wird. So, jetzt gehe ich hier an die Seite. Einfach mal hier runter streichen. Dann streiche ich hier runter. Drücke das alles ein bisschen schön an. Und jetzt fahre ich hier gleich die kleine Kante an der Seite entlang. Das Gute ist, wie gesagt, der Kleber, solange das Papier aufliegt, trocknet der nicht so schnell aus. Und das ist der Vorteil dabei. Somit kann man dann praktisch dementsprechend extrem gut so der überschüssige Kleb von hier, der weiß ist, das sieht man dann nachher nicht mehr, wenn wir es noch bearbeiten. So. Also, wie gesagt, ihr drückt einfach alles schön sauber von der Mitte immer raus zu den Enden. Wir wollen ja keine schöne Verlierung. Wir wollen ja ein bisschen einen Lederlook imitieren. So, die andere Seite. Genau, und jetzt gehen wir langsam her. Bevor wir an die Ecken gehen, nimmt und schneidet einfach mal so ein bisschen rum, weil umso kürzer das Papier an der Ecke ist, umso besser kann man es verarbeiten. So, jetzt gehen wir her und drück, seht ihr das? Ich drücke Stück für Stück, drücke ich die Kanten rein, auch hier. Ja, einfach mit dem Daumen drücke ich das ein bisschen an. So, nochmal in die Rille reingehen. Wie gesagt, vor allem die Kanten sind halt da wichtig. Nur so gut wie ihr jetzt arbeitet, kann es nachher auch abtrocknen und dementsprechend sieht auch euer Ergebnis nachher aus. Ja, wie gesagt, lasst euch Zeit, seid auf keinem Wettbewerb. So. Jetzt fahren wir die Kanten nochmal alle rum. Ihr könnt, wie gesagt, das auch nehmen. Mit dem Zahnstocher, aber wie gesagt, entschärft den vorne die Spitze ein bisschen. Dann ist es nachher ein bisschen besser. So, dann nochmal die hintere Kante. Wenn ihr das soweit habt, dass es sitzt und das Ergebnis gefällt euch so, dann geht ihr her und nehmt einfach einen Haarföhn, also kein Modellbauföhn. Einen Haarföhn, maximale Leistung und Hitze, nicht zu nah ran. Und dann könnt ihr das dementsprechend trocken föhnen, dass der Kleber schneller abbindet. Ja. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Der weiße Strich in der Mitte, weil wir bearbeiten das nachher noch mit Pigmenten. Und dann sieht man da gar nichts mehr von. So. Also wie gesagt. Es ist dran. Ich hoffe, ihr erkennt es. So. Ja. Also ich finde, es ist einfach. Das ist der Wahnsinn. So. Das ist also wirklich, wirklich prima. Wenn ihr das dann, wie gesagt, soweit habt, geht her, kontrolliert nochmal alles und nehmt einen Haarföhn und föhnt die Oberfläche schön trocken. Oder vielmehr, dass der Kleber gut abbindet. Und dann lasst ihr die ganze Sache am besten bis zum nächsten Tag liegen, bevor ihr dann weitermacht. Und ja, also, dann gehe ich mal föhnen. Bis gleich. So, also, nachdem ihr das
mit dem Föhn bearbeitet habt und ihr seid soweit alles zufrieden, dann lasst es einfach, wie gesagt, am besten. Ihr lasst es liegen bis zum nächsten Tag oder wenn ihr es morgens macht, auf jeden Fall mal bis abends. Ihr habt jetzt so überstehende Kanten, die habe ich praktisch dann hier genau nochmal dasselbe Teil. Die Kanten mit einer Feile, mit einer ganz feinen Schlüsselfeile, die Kanten des Papier hier schön so. Also wie gesagt, wo habe ich sie denn? Hier geht ihr hin und fahrt immer so rüber, vorsichtig, und macht den Überstand dann einfach weg. Das Ergebnis sieht dann im Endeffekt so aus. Den Überstand habe ich weggefeilt, Klebeband habe ich entfernt. Und ja, das ist mal so die Grundbasis. Ich denke mal, das ist kein Hexenwerk. Ein geübter Modellbauer kriegt es hin, gut sogar. Es hebt bombenfest. Ich kann auch drauf drücken. Alles gut. Man sollte jetzt halt nicht rubbeln und machen und tun, weil das war dann auch die Frage, wie hält denn das? Also ich finde, es hält richtig, richtig gut. So, ich habe dann, ich weiß nicht, wie es mit Klarlack ist. Ich habe mir erst überlegt, nehme ich einen matten Klarlack und gehe erst mal mit dem Klarlack rüber. Ich weiß nicht, wie sich das Papier mit dem Contacta Clear und diesem Klarlack verträgt. Das will ich gar nicht ausprobieren. Aber durch das, dass ich ja mit Pigmenten arbeite, habe ich ein Fixierspray, ein Fixativ. Das bekommt ihr ja in jedem Zeichenbedarf. Das ist um Bleistiftzeichnungen, Kohlezeichnungen und so weiter dementsprechend zu fixieren, dass es grifffest ist, dass man mit der Hand drüber fahren kann, ohne das Bild zu verwischen. Fixierspray, wie gesagt, für Kohle- oder Bleistiftzeichnungen. Das nimmt man und sprüht es dann dementsprechend einmal auf, so dass es nur oberflächlich glänzt, und mit dem Föhn hinterhergehen, dass es abtrocknet. Die ganze Sache dauert 2 Minuten, das geht rucki zucki. Ja, das ist im Prinzip der Weg, den wir jetzt erstmal gehen. Also einmal Fixierspray drauf. So, also das Fixierspray ist drauf und ist mit dem Haarföhn trocken gemacht worden. Geht ratzifatzi und ihr seht das Ergebnis. Also das sieht jetzt schon dementsprechend aus. Also mir gefällt's. Jetzt habe ich hier ganz normale trockene Pigmente. Ihr könnt auch Pigmentkreide nehmen und könnt mit dem Messer das runterschaben. Ich habe mir einfach für den Modellbaubereich, ich habe verschiedene Pigmente, schwarz-braun, gelb und grün und moosgrün und alles mögliche, um verschiedene Effekte eben zu erzielen. In dem Fall habe ich hier schwarz und das kommt aber mit diesem Papier, werdet ihr gleich sehen, einen ganz, ganz, ganz leichten braun-schwarz-Touch. Jo, ich fange jetzt einfach mal an. Das geht eigentlich auch ratzifatzi, weil die Struktur habe ich eigentlich schon da. Ich nehme einen Pinsel, ich habe hier Pigmente auf dem Cewa und fange jetzt einfach mal schön an, ein bisschen hier einfach auf die Oberflächen ein bisschen drauf zu gehen. Das muss gar nicht gleichmäßig sein, weil der Sitz sich auch nicht gleichmäßig abnudelt. Und vor allem, das ist jetzt die Rückenseite, das ist eine Rückenlehne. Das muss gar nicht so extrem sein. So, dann trage ich hier ein bisschen Pigmente auf. So. Nur ein bisschen ins Licht gucken. So, dass Glanz auch ein bisschen rausgeht. Wenn ich das mit dem Pinsel aufgetragen habe, gehe ich jetzt her, wirklich mit dem Finger. So, und jetzt kriegt das
Jetzt kriegt das Ganze, man kann auch noch ein bisschen auf den Finger von den Pigmente dann machen, aber achtet drauf, ja nicht zu viel, weil sonst, das kriegt der Frosch dann nicht mehr so einfach runter. Ja, also das reicht vollkommen. Und da wo eben am hauptsächlich, das ist unten, so, und da wo eben hauptsächlich nachher, ja, stellt euch vor, ihr lehnt euch immer ein bisschen an, dann passt es. Ja, man sieht es einfach ein bisschen, vor allem da oben, weil das klappbar ist, ist dann ein bisschen speckiger, weil man da greift man immer mit der Hand dran. Ja, so. Also, wenn ihr das soweit habt, ich zeige euch das gleich. Dann nehmen wir den ganzen, den Glanz raus und ihr seht so dieses leichte Schwarzbraun, und das müssen wir jetzt natürlich nochmal mit diesem Fixierspray fixieren, damit das nicht mehr runter geht. Dann ist es, das ist wie ein Klarlack, aber es ist kein Klarlack. Also ich finde es, ich schaffe immer viel mit dem Zeug, ich finde es prima, dieses Fixierspray. Das nehme ich zum Beispiel auch, wenn ich beflogge, um nochmal eine kleine dünne Schicht drauf zu machen. Und das funktioniert eigentlich dann immer einwandfrei. Also, ich mache das Finish und bin dann gleich wieder für euch da. So, also, jetzt habe ich mit dem Fixierspray, man hebt es einfach fest. Man muss es auch nicht abkleben, ja, das macht hier gar nichts. Man geht mit dem, man macht wirklich eine Schicht drauf, das ist nur so zwei, drei Mal drüber, mit der, das ist wie eine Spraydose. Man sieht, dass es feucht ist, nimmt den Haarföhn, lässt es geschwind eine halbe Minute ab und man kann es sofort wieder anfassen. Ihr seht, es ist abriebsfest, soweit. Ich meine, es ist nachher ein Standmodell, es ist eingebaut, man rubbelt da ja nicht dran rum. Ja, aber so sieht das Ganze dann aus. Ich finde die Idee, wie gesagt, ich habe das im Internet selber gesehen, habe gedacht, ich muss das echt probieren, und ich finde das Ergebnis einfach richtig stark. Also ich habe selber, ich habe schon viel gemacht, auch mit Beflocken und so weiter, aber ich habe selber noch nichts gesehen, was Leder so darstellt, wie diese ganze Aktion. Das wird nachher so draufgesetzt. Ich gucke mal, ob ich das für euch ein bisschen einfangen kann. Der Glanz ist nicht so arg wie jetzt vielleicht im Video, das kommt durch mein Licht, aber diese Struktur, ich gehe euch mit euch nochmal hin, das ist einfach, seht ihr hier oben, weil da immer der Rücken ist, habe ich so ein bisschen, dass es aussieht wie so ein bisschen abgewetzt, und das ist einfach, ich finde es schweinegeil. So, also, dann sehen wir uns dann gleich wieder zum Schlusswort und dann ja, bis gleich. So, Dele, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Verzeiht mir vielleicht die Qualität des Videos. Ich hoffe, ihr habt was gesehen. Es geht ja darum, einfach mal, dass ihr gesehen habt, wie das Schritt für Schritt einfach geht. Ich bin halt in Videos kein Profi, ich bin eher der Bildermacher, aber ja, es freut mich, dass ihr so viel Interesse habt, um das zu sehen, wie man das macht. Wie gesagt, das Ergebnis zeige ich euch nochmal. Ist einfach, ich finde es der Wahnsinn. Das ist einfach mega. Seht ihr das Abgewetzte so ein bisschen? Das kriegt man dann hin mit diesen, ja, mit diesen Pigmenten. Und diese Optik ist phänomenal. Also ich finde es klasse. Ich meine, es gibt natürlich noch
andere Sachen, aber ich habe nichts Besseres gesehen, um einen Ledersitz so darzustellen, wie das hier. Jo, also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Feedback da, ob ihr damit zurechtkommt, wie ich das erklärt habe, oder ob ihr mehr Informationen braucht. Falls ihr mehr Informationen brauchen solltet, schreibt es mir einfach, schreibt mir über einen Messenger oder über meine Seite Modellbau Schwaben. Und ich versuche euch dann so gut wie möglich zu helfen. Wie gesagt, das Wichtigste von allem ist, wenn ihr unsicher seid, lasst es. Es ist kein Hexenwerk, aber lasst euch einfach Zeit. Zeit lassen, seid geduldig, wenn ihr solche Arbeiten macht, und dann kriegt ihr auch ein super Ergebnis hin. Jo. So denn, jetzt kann ich endlich meine Schokolade essen und ich wünsche euch was. Euer Thorsten von Modellbau Schwaben. Bis dann. Ciao.